Morgen von meiner Seite auch. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, trotz der Wärme in Afrika, wo wir eine Zeit lang gelebt haben. Da hat es inzwischen überall Deckenventilatoren, die haben wir hier noch nicht. Vielleicht müssen wir da mal nachholen ein bisschen, wenn das so bleibt. Aber wir haben ja offene Fenster und ich hoffe, ihr könnt euch trotz der Wärme konzentrieren. Ich habe diese Predigt heute mit dem Simon getauscht, weil bei mir was dazwischen gekommen ist. Und heute deshalb einen Text aus Jakobus 5 mit dem Titel Geduld mehr als abwarten, wie wir es hier auch schon auf der Folie sehen. Und es geht um das Warten auf das Wiederkommen des Herrn in diesem Text. Ein Thema für Endzeit-Spezialisten, denken wir vielleicht, kompliziert. Da gibt es so unterschiedliche Interpretationen der gesamtbiblischen Offenbarung. Vor, Mitte oder nach der großen Trübsal der Menschheitsgeschichte wird Jesus wiederkommen. Wir wissen es nicht. Und wir warten schon 2000 Jahre. Der Brief des Jakobus ist einer der ersten. Der wird ungefähr auf 44 bis 49 nach Christus datiert. So lange ist dieser Text schon in der Bibel, wo uns gesagt wird, wir sollen warten auf die Wiederkunft des Herrn. Die Spötter sagen, wie wir es vielleicht auch gelesen haben in der Bibel, 1. Petrus 3, 4, er hat doch versprochen, dass er wiederkommt, wo bleibt er denn? Und ein paar Verse weiter gibt Petrus dann eine geistliche Begründung im Vers 9. Er verzögert die Zusage nicht, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern alle zu ihm umkehren. Und trotzdem bleibt das Paradox mit der Wiederkunft des Herrn. Damals dachten sie schon, Jesus kommt gleich wieder zu ihren Lebzeiten. Das haben sie wirklich erwartet. Warum sagt uns das Wort Gottes das so unlogisch? Richtig wäre doch, wenn da stehen würde, es wird noch eine Weile dauern, bis der Herr wiederkommt, aber er kommt irgendwann sicher. Wir lesen jetzt erstmal diesen Text und dann gehen wir darauf ein. Vers 7 bis 11, haltet euch also geduldig aus, liebe Geschwister, wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Geschwister, ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel. Wie standhaft haben sie ihre Leiden getragen? Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Wenn man in diesen Text genauer hineinschaut, dann geht es darin eigentlich mehr um das Erwarten als um das Kommen. Wenn ihr das mal anguckt hier, es geht um das Warten, um Geduld, um Durchhalten, um Standhaftigkeit. Das sind so die Themen, die hier aufgegriffen werden, quer durch den Text hindurch. Und wir finden das auch an anderer Stelle im Neuen Testament. Zum Beispiel die Stelle, die ihr kennt aus dem 1. Thessalonicher 5, 1. Zeit und Stunde weiß niemand, er kommt so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Das ist ein sehr aufschlussreicher Text eigentlich, der genau diese Sicht belegt. Auch Jesus selbst betont das in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen in Matthäus 25, wenn ihr euch daran erinnert. Um was geht es dort? Es geht auch um das richtige Warten, dass man gerüstet ist, wenn Jesus wiederkommt. Es geht mehr um das Erwarten
als um das Kommen. Und zwar um ein Erwarten einer für mich enorm wichtigen Person. Stell dir mal eine Person vor, die du sehr wertschätzt auf jegliche erdenkliche Art und Weise und die du für dich gewinnen möchtest, bei der du alles tust, damit sie keinen negativen Eindruck von dir bekommt, wenn du ihr begegnest. Ich nehme mal ein Beispiel, wie das war bei Evi und mir vor 45 Jahren. Wenn man älter wird, dann guckt man ja ganz weit zurück, ne? Vor unserem Versprechen einer festen Beziehung für die Ehe. Wir waren beide so, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Freundschaften mehr, die wieder zerbrechen. Wir wollen ernsthaft prüfen, ob Gott uns füreinander bestimmt hat. Und dann haben wir uns für 2 Wochen getrennt. Ohne Kontakt, kein Telefon. Das war damals noch einfacher, es gab kein WhatsApp und so. 2 Wochen, wir waren vorher immer zusammen, 2 Wochen, das war viel für uns. Und es war spannend, weil wir gesagt haben, diese Zeit wollen wir benutzen, um zu beten und vor Gott zu prüfen, Herr, möchtest du, dass wir miteinander das Leben verbringen? Und es war eine enorme Spannung. Evi war mir wichtiger als alles andere. Ich wollte sie nicht verlieren. Ich hatte den Eindruck, dass Gott genau sie in mein Leben hineingeführt hatte. Und die vielen Wochen davor, die endlosen Gespräche, manchmal bis tief in die Nacht, die waren so gut und so erfüllend, dass es einfach für mich unheimlich spannend war, diesen Tag zu erwarten, wenn wir uns wiedersehen. Und was für eine Erlösung. Wir hatten beide denselben Eindruck und haben ihn immer noch bis heute. Es gibt diesen Tag, wo du Jesus ganz persönlich begegnen wirst, wo er dir und du ihm in die Augen schaust. Und wir müssen vielleicht mal weg von diesen Massen von Leuten, die Jesus gewinnen will. Wir müssen hin zu diesem persönlichen Anspruch, den Gott dir gegenüber hat. Du wirst ihm in die Augen schauen. Er wird dich bei deinem Namen nennen. Und mit deinem Namen sagt er nicht nur deinen Namen, sondern er sagt das, was in dir drin ist. Er kennt dich genau. Er weiß, was dich ausmacht. Er kennt dich mit deinen ganzen Tops und mit deinen Crashs in deinem Leben. Er kennt alles, was dich persönlich und einzigartig macht. Und so spricht er dich an. So begegnest du ihm. Dieser Tag kommt. Und diesen Herrn, den erwartest du. Den Herrn, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Er hat dich gemeint, als er dich gerufen hat. Nicht einen von den 100 oder 1000 Michaels oder was sonst auch immer, sondern dich. Und genau so sollte jeder Jesus-Nachfolger auch diesen Text hier lesen. Vers 7, halte geduldig aus, bis dein Herr wiederkommt. So solltest du das lesen. Und Vers 8, dein Herr ist schon auf dem Weg. Deine Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht steht unmittelbar bevor. Und er freut sich genauso wie du auf dieses persönliche Treffen. Den Beginn des ersehnten Lebens in der Herrlichkeit, wo er sagt, ich habe dich erlöst und jetzt bist du bei mir in der Erlösung. Das Ziel ist erreicht. Du bist angekommen. Das wird den genialsten Urlaub und das schönste Erlebnis deines Lebens hier auf dieser Erde weit in den Schatten stellen. Und es wird nicht mehr aufhören. Hier haben wir so kurze Momente des Glücks. Die sind viel zu kurz, immer, finde ich. Sollten viel länger dauern, aber sie sind so schnell vorbei. Und dort kommen wir in einen Zustand hinein, der nicht mehr aufhört, gut zu sein. Was genau soll dieses Erwarten jetzt hier prägen? Und darauf gibt Jakobus eigentlich eine Antwort. Das Erste, was er sagt, ist Geduld, Vers 7. Ihr seht hier rechts diesen Text nochmal, da könnt ihr das nachlesen. Das griechische Wort Makrothymia für Geduld wird in den beiden ersten Versen von 7 und 8 dreimal erwähnt. Deswegen ist es auch wichtig. Das Wort Makro ist uns
klar, ist uns bekannt. Das bedeutet groß, lang, weit. Und es bedeutet auch Langmut. Und wenn man das Wort Langmut mal nachschaut, dann kommt man zur Frustrationstoleranz. Ein modernes Wort, ne? Ein wichtiges Wort, denke ich. Ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut. Echt spannend, dieser Begriff. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die die individuelle Fähigkeit beschreibt, eine frustrierende Situation bei der Verfolgung eines angestrebten Ziels und die daraus resultierenden psychischen Spannungen, die aus äußeren Rückschlägen, Benachteiligungen oder enttäuschten Erwartungen, das ist die äußere Frustration, sowie der Nichtbefriedigung von Triebwünschen, das ist die innere Frustration, herrühren. Diese Dinge zu ertragen und über längere Zeit konstruktiv damit umzugehen, ohne die objektiven Faktoren der Situation zu verzerren. Boah. Ja. Frustrationstoleranz. Super definiert, aber fast unerreichbar. Weitere Begriffe aus diesem Makrothymia sind die Begriffe Ausharren, Standhaftigkeit, Ausdauer in Problemen. Und das Wort Nachsicht ist auch ein Synonym davon, von diesem Makrothymia, Ertragen von Bösen. Das steckt alles in dem Wort Geduld eigentlich mit drin. Also das ist ein Riesenpaket. Und das Gegenteil davon, von Makrothymia, sind eben Ungeduld, Kurzschlusshandlungen, unüberlegte Worte. Ich dachte da so an E-Mails im Affekt beantworten oder Meldungen in den Social Medias, die wir ja so gewohnt sind. Wir haben uns zum Beispiel, als ich noch die Leitung hatte von der Mission, immer angewöhnt, E-Mails nie spontan zu beantworten, sondern immer mal zu warten, besonders wenn sie irgendwie ein bisschen konfliktreich waren, einfach mal setzen zu lassen, abzuwarten, auch drum zu beten, nie im Affekt zu beantworten. Und das hat sich bewährt. Da kann man lernen, anders damit umzugehen. Das hängt auch mit Geduld dann zusammen. Aber fangen wir erstmal mit diesen Gegenbegriffen an. Wir leben tatsächlich in einer Zeit, in der Voreiligkeit zur Norm geworden ist. Wir wollen heute schon wissen, wie das Wetter in einer Woche ist. Und wir können nachgucken, ne? Wir haben ganz viele Dienste, die liefern uns das. Allerdings übernimmt keiner die Garantie dafür, dass das dann stimmt. Wir wollen jetzt wissen, was gerade in der Ukraine geschieht. Und wir bekommen diesen Nachrichtenticker ständig mit reißerischen Titeln. Und wenn man dann näher hinschaut, dann ist das der Titel manchmal überhaupt nicht übereinstimmend mit dem, was im Inhalt geschildert wird. Wir ärgern uns, wenn unser WhatsApp oder E-Mail in ein paar Stunden später immer noch nicht beantwortet ist, von den Leuten natürlich, die uns wichtig sind. Was steckt dahinter? Wir wollen Bescheid wissen, uns auf das, was kommt, vorbereiten. Wir wollen möglichst alles so planen, dass es uns passt, dass es von uns gesteuert werden kann, dass wir es im Griff haben. Den größten Frust erleben wir, wenn uns etwas entgleitet und wir es nicht beherrschen können. Und genau dort setzt eigentlich dieser Text an. Erwarte das Kommen und Eingreifen deines Herrn wie der Bauer, der standhaft wartet, bis der Herbst und der Frühjahrsregen kommt. Wird uns hier das Beispiel gegeben. Was ist das Besondere daran oder das Herausfordernde in diesem Bild des Bauerns? Er kann den Regen nicht beeinflussen. Wenn er ausbleibt oder nur minimal kommt, dann riskiert er, dass alle seine Arbeit vergeblich ist und seine Versorgung damals zumindest gefährdet. Heute haben wir Versicherungen, aber damals war es noch schlimmer oder in Afrika ist es immer noch so. Wir können vieles nicht beeinflussen, zum Beispiel, dass eine Situation sich ändert. Der Krieg in der Ukraine, Corona, Klimasituation, die Entwicklung der Energiepreise etc.
Wir bzw. unsere Politiker können bestimmte Einflussfaktoren ändern und auf deren Wirkung hoffen, ne? Wie bei den Benzinpreisen zum Beispiel. Ne? Mehrwertsteuer erniedrigen. Und erstmal denkt man, hä? Wo ist da die Erniedrigung der Mehrwertsteuer, wenn man an den Zapfsäulen die Preise sieht und die Politiker ein bisschen auch Druck machen und hoffen dann, dass es irgendwie wirkt, aber sie haben es nicht in der Hand. Situationen, die wir nicht ändern können. Wir können nicht beeinflussen, dass ein Mensch sich ändert. Wir können nur darauf hinwirken, aber ändern muss er sich selber. Wir merken das besonders bei Jugendlichen in der Pubertät, ne, wenn wir als Eltern versuchen, sie zu erziehen. Jeder Einfluss scheint da mehr zu funktionieren als der der Eltern. Oder auch nicht, wir können auch nicht beeinflussen, dass sich eine Vorstellung oder ein Wunsch erfüllt. Unerfüllte Wünsche und zerbrochene Vorstellungen sind unser ständiger Wegbegleiter von klein auf. Ne? Wir müssen da eine Frustrationstoleranz entwickeln in den Bereichen. Der biblische Text sagt uns also, erwarte beständig das Kommen und das Eingreifen deines Herrn, weil du ganz viele Dinge nicht beeinflussen kannst. Und das geht allen Menschen so, ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Der Unterschied ist, Menschen ohne Jesus müssen versuchen, alles zu beeinflussen, weil sie niemanden haben, der es im Griff hat, außer ihnen. Oder vielleicht nur so ein paar Leute, die sie beeinflussen können mit irgendwelchen Mitteln, damit sie ihnen helfen, das Ziel zu erreichen. Aber das ist alles so unsicher. Menschen mit Jesus werden davon befreit, wenn sie sich befreien lassen. Wenn du dein Leben und damit auch deine Einflussmöglichkeiten ihm gibst. Und da liegt die Herausforderung, meine Einflussmöglichkeiten ihm zu geben, loszulassen und zu sagen, Herr, du musst es machen. Ich weiß gar nicht, ob mein Wunsch oder mein Ziel überhaupt mit dem übereinstimmt, was gut ist. Gott sagt zu dir, warte auf mein Kommen und mein Eingreifen in deine Situation. Rechne damit. Es entgeht ihm nicht das kleinste Detail. Uns schon, aber ihm nicht. Das ist die Herausforderung. Rechne mit dem Eingreifen in deine Situation. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich manchmal nur sehr weit davon entfernt. Ich mache ganz viel selber. Ich probiere ganz viel Dinge zu beeinflussen. Und erst wenn es nicht mehr geht, dann komme ich zu Jesus und sage, Herr, kannst du irgendwie helfen? Geduld, Langmut, Frustrationstoleranz sind also keine Eigenschaften besonders dafür begabter Menschen, sondern wesentliche Elemente eines lebendigen Glaubens. Und deswegen kann uns Jakobus hier dazu auffordern, habt Geduld. Erwarte das Kommen und das Wirken von Jesus in allen Bereichen und beständig. Rechne damit. Und das gilt gerade auch im Blick auf Menschen, für die du schon lange betest, bei denen du schon viel investiert hast. Hör nie auf, bis zum Schluss, auf das Eingreifen Gottes zu hoffen. Jesaja 55, 11, eine klare Verheißung, sein Wort kehrt nicht leer zurück. Und 1. Korinther 15, 58, nichts, was ihr für den Herrn tut, ist vergeblich. Nichts. Das Zweite, was uns hier vor Augen geführt ist, ist der Begriff Mut in Vers 8. Also Geduld und dann fast Mut. Das wollen wir uns auch mal noch angucken vom Griechischen her. Das Wort sterizo, etwas stabil machen, befestigen, fixieren, bedeutet das eigentlich. Eine andere Übersetzung, die auch in anderen Übersetzungen auftaucht, ist, stärkt eure Herzen. Im Hebräischen ist es verbunden mit diesem Ausdruck, sein Angesicht fest richten nach. Also nach vorne schauen, auf Jesus schauen. Die Blickrichtung orientieren. Das steckt in dem Wort Mut drin. Wie fasst man Mut? Wie stärkt man sein Herz? Wie macht man es stabil?
Wie befestigt man es? Es ist also eine Aufforderung hier. Das ist möglich. Es ist nicht etwas, was uns einfach so zufällt. Der eine hat Mut und der andere hat keinen Mut. Es ist keine Charaktersache, sondern eine geistliche Herausforderung. Ich muss Zeit, Kraft und Ideen investieren. Simples Beispiel, wie befestige ich mein Fahrrad am Auto, wenn ich irgendwo weiter weg möchte und eine Tour machen möchte. Da mache ich auch nicht irgendwas einfach. Ne? Probier mal, das aufs Dach zu legen und fahr los. Sondern ich überlege, ich brauche das richtige Material, einen Fahrständer, eine gute Technik, damit das Auto beim Befestigen nicht verkratze und das Fahrrad nicht unterwegs verliere. Wenn ich Mut in meinem Glauben entwickeln möchte, wenn ich mein Herz im Erwarten auf das Eingreifen des Herrn stärken möchte, dann muss ich dafür investieren, das richtige Material verwenden. Mit was fütterst du deinen Glauben? Mit einer täglichen 5-Minuten-Andacht und jeden Sonntag einen Gottesdienst? Oder nutzt du die vielen Möglichkeiten, die Gott uns heute schenkt? Ich habe da mal so ein paar zusammengestellt hier, Bible-Server, Bible-Project, Online-Predigten, BSK-Angebot, Foren wie Crosstalk, The Chosen und so weiter und so fort. Suchst du danach, dass du immer wieder begeistert wirst für Jesus? Oder lässt du es zu, dass dein Glaube nur noch Gewohnheit ist? Ein Messinstrument dafür ist tatsächlich die Zeit. Wie viel Zeit investierst du für die Beziehung mit Jesus? Gerade auch in den Leerlauf- und Entspannungszeiten, was machst du da? Suchst du Entspannung in Dingen, wo du denkst, das entspannt dich? Oder suchst du da vielleicht auch die Nähe von Jesus und sagst, Herr, ich brauche Entspannung, schenk du sie mir. Ich möchte von dir lernen, wie man entspannt. Mut, Dinge anzupacken, die Jesus dir aufs Herz legt. Das ist ein zweiter Teil. Mut, Zeit zu investieren. Ich habe schon so viel am Hals, sagen wir oft. Ne? Aber für was? Mut, Kraft zu investieren. Ich bin schon so am Limit. Für was investierst du deine Kraft? Stärkt eure Herzen. Fasst Mut. Inmitten von allem, was nicht gut läuft und problematisch ist, und das sind alle unsere Lebensumstände eigentlich. Mal grenzwertig schwierig und belastend, mal etwas einfacher. Aber es ist immer ein Kampf. Jeder von uns führt den. Inmitten von dem sei aufmerksam auf das, was Gott dir vor die Füße legt. Auf Menschen, die er dir in den Weg stellt, auf Gelegenheiten, die er für dich vorbereitet hat, auf Ermutigungen, die er für dich bereithält. Ich gehe nochmal ziemlich viele Jahre zurück, als wir in Kamerun ankamen, 1983 war das auch schon. Da waren wir ganz frisch angekommen und dann kamen ein paar Jugendliche zu uns und haben uns gefragt, ob wir einen Jugendkreis starten können. Klar, gerne. Was wir nicht wussten, war, dass die Ältesten aller Gemeinden große Probleme damit hatten, mit Jugendkreisen damals, weil es gemischte Kreise waren und sie befürchteten, dass nach den Treffen dann schlimme Dinge passieren. Und wir haben das dann einfach gestartet, also so ganz unbedarft. Ne? Wir wussten ja überhaupt nichts so richtig, haben die Kultur nicht richtig gekannt, obwohl wir hatten keine Ahnung und wussten auch nicht, was dabei herauskommt. Aber daraus ist dann eine richtige Bewegung entstanden im ganzen Distrikt. Begeisterte Jugendliche, die die Gottesdienste bereichert haben. Und Älteste, die gemerkt haben, dass Gott seine Hand drauf hat, gerade auch was ihre Befürchtungen betraf. Was ich damit sagen will, Gott hatte es uns einfach vor die Füße gelegt. Ne? Jetzt macht mal. Er konnte es uns, weil wir keine Bedenken hatten und keine Befürchtungen. Ne? Dann hat er gesagt, macht ihr das. Und er hat was draus gemacht. Nicht wir. Ne? Die sind zu uns gekommen, wir haben nur gemacht, was die gefragt haben. Und dann hat er das entwickelt. Und dann hat er die Ängste der Ältesten weggenommen und hat Bereicherungen in die Gemeinden hineingebracht durch die Jugendkreise. Wir hätten das nie angepackt,
Und es hätte viel Überzeugungskraft und Kämpfe gekostet, wenn wir schon eine Weile dort gewesen wären und die Verhältnisse gekannt hätten. Deshalb sei aufmerksam auf das, was Gott dir für die Füße legt und mach's einfach. Das dritte, Standhaftigkeit, Vers 9 bis 11. Das Wort, das hier für Standhaftigkeit verwendet wird, ist im Griechischen das Hypomone. Geduldiges Ausharren bedeutet es. Also wir sind wieder bei der Geduld. Ausharrend warten auf jemanden. Eine Erwartungshaltung haben. Also das ist nicht irgendwas, wo ich dann da liege und sage, ja, vielleicht kommt er nicht. Ne? Sondern da ist Aktivität. Ne? Ich warte da drauf. Ich erwarte. Ich möchte aus diesen drei Versen kurz nochmal drei Dinge hervorheben. Das Vorbild der Propheten wird hier angesprochen im Vers 10. Und ich finde, die Bibel ist so erfrischend ehrlich. Wenn wir das Leben der Propheten anschauen, dann waren das Menschen wie wir. Mit dem Sack voll menschlicher Probleme, auch selbstgemachten Problemen. Mit den seelischen Hochs und Tiefs, die wir alle kennen. Und auch mit Verirrungen, von denen sie sich abkehren mussten. Ich habe kürzlich über einen Text was ausarbeiten müssen mit dem Elia. Ne? Nach diesem tollen Erfolg, den er hatte, als er die Baalspriester da in Schatten gestellt hat, hat er ja Angst bekommen, ist davon gerannt und hat zu Gott gesagt, du Gott, hast du bemerkt, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und Gott sagt zu ihm, halt mal, Elia, ich habe noch 5.000 andere oder 7.000, ich weiß nicht mehr genau, 5 oder 7. Der hat sich total verrannt, der Elia, ne? Großer Prophet. Das, was hier hervorgehoben wird, worin sie wirklich Vorbild sind, das ist das Standhaftbleiben in und trotz den Leiden. Leiden durch Situationen, denen sie machtlos ausgeliefert waren. Also das ist eben das Problem, ne? Du bist in einer Situation, du kannst nichts machen. Du weißt nicht, was du tun sollst. Da haben sie durchgehalten. Aber auch Menschen, die sich nicht ändern konnten, die ständig in ihr Leben hineingefunkt haben und ihnen das Leben schwer gemacht haben. Oder Krankheiten, die nicht einfach verschwunden sind, sondern die vielleicht sogar noch schlimmer geworden sind manchmal. Oder manchmal sogar selbstverschuldete Probleme, die sich negativ auf die weitere Entwicklung ausgewirkt haben. Das gibt es ja auch, ne? Dass ich eine Entscheidung treffe und dann habe ich ein selbstverschuldetes Problem und Gott nimmt das nicht einfach so weg, sondern das begleitet mich dann. Ne? Ich bereue es, aber es ändert sich nicht. Standhaftigkeit bedeutet Festhalten an der Erwartung, indem ich meine Gedanken und Gefühle unter seinen Gehorsam stelle. Ich lese mal zwei Verse, die mich sehr berühren, immer wieder, wenn ich die lese. Jesaja 40, 27, der Jesaja kennt es ja auch, diese ganze Geschichte. Warum sagst du, Herr, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Boah, wie oft habe ich das schon gesagt? Wie oft habe ich das schon gedacht in Situationen, wo ich Gott nicht mehr verstanden habe? Und Gott fordert mich heraus und sagt, ich sehe es in deinem Herzen. Warum sagst du das? Ich soll meine Kraft im Glauben an seine Zusagen stecken. Da hinein soll ich sie stecken. Und dann trifft das zu, was Jesaja ein paar Verse weiter dann sagt. Kapitel 49, 23. Wenn du das tust, dann wirst du erkennen, dass ich Jahwe es bin. Niemand wird enttäuscht, der mir vertraut. Das sagt Gott, sagt nicht ein Mensch. Niemand wird enttäuscht, der mir vertraut. Das möchte ich lernen. Das Vorbild der Propheten. Das zweite, im Vers 9, ärgert euch nicht übereinander, sonst wird Gott euch richten. Das Wort ärgern heißt auch seufzen, das Wort stenos in Griechisch. Und die Definition, das Wort beschreibt innere
Gefühle, denen in unartikulierten Lauten Ausdruck verliehen wird. Also ich habe da so ein schönes Bild gefunden. Ne? Die sind manchmal so unartikulierte Dinge, die in uns da toben. Und es wird vielleicht manchmal so aussehen bei uns, wenn das so sichtbar zu machen wäre. Ich muss mir dann irgendwie Luft verschaffen. Durch Wut, durch harte Worte, durch Ablenkung, schlecht über den anderen reden und so weiter. Über wie viele Menschen hast du dich schon geärgert oder tust es noch? Recht viele, nehme ich an. Und es hört nicht auf. Sobald wir irgendwo etwas länger in der Gruppe zusammen sind, dann beginnt es. Dann ärgern wir uns übereinander irgendwo. Und wie viele Menschen ärgern sich über dich? Wahrscheinlich sehr wenige, glaube ich, ne? Oder? Also aus der eigenen Sicht, ne? Wir sehen bei uns das sehr viel differenzierter. Wir haben unsere Gründe und können das gut erklären, warum wir uns so oder so verhalten oder reagieren. Das ist doch alles nicht so schlimm, was von mir kommt. Der oder die soll sich mal nur nicht so anstellen. Wenn du dich ärgerst, dann bist du auch ganz schnell beim Richten und dann hast du ein Problem mit dem Richter, steht hier. Römer 2,1, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst, du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Ganz plakativ hier ausgedrückt. Theologie des Neuen Testamentes von Paulus. Der Maßstab ist Gott selbst. Er allein richtet. Kein Mensch hat das Recht dazu, weil jeder ungerecht ist und total begrenzt in seiner Einschätzung. Und wenn ich noch so viel Erfahrung habe, ich bin trotzdem total begrenzt. Manchmal bin ich so erstaunt, wenn ich Menschen näher kennenlerne, was da alles eine Rolle gespielt hat, dass sie so und so sind und so reagieren. Und ich muss zurückdrehen und sagen, tut mir leid, dass ich dich so falsch eingeordnet habe. Und Gott zeigt uns einen Weg zum Umgang mit unserem größten zwischenmenschlichen Problem. Epheser 4, die Verse 29 bis 32, ich hebe jetzt hier mal nur die Worte hervor, die uns orientieren sollen. Und zwar, was wir nicht tun sollen. Kein hässliches Wort. Kränkt nicht den Heiligen Geist. Fort mit aller Bitterkeit. Wut, Zorn, gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an. Verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Da sind wir schwer beschäftigt, wenn wir das wirklich machen wollen. Ne? Da sind wir ständig beschäftigt. Und da müssen wir dranbleiben. Das ist keine Sache, die ich abhaken kann. Ne? Manchmal wird es sogar im Alter noch schlimmer. Gell? Das andere, was wir aber unbedingt tun sollen, ich habe das rot hier markiert. Ein gutes Wort, das allen weiterhilft und wohltut. Umgänglich sein, hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig. Das sind die Dinge, die wir tun sollen. Uns ständig bewusst machen, dass wir das Siegel des Heiligen Geistes tragen. Freundlich und mitfühlend miteinander sein und so vergeben, wie Gott uns vergibt. Das bedeutet, ärgert euch nicht. Es ist unglaublich berührend, wie Menschen aufblühen, wenn sie in solch eine Atmosphäre hineinkommen, wo das praktiziert wird. Da möchtest du bleiben, da zieht es dich hin. Und das ist das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde. Das möchte er, dass das da Fuß fasst. Und immer wieder durchbricht. Ne? Es wird nicht perfekt sein und es wird bei uns auch immer diesen Ärger geben, aber es gibt auch das andere. Und es wächst mit jedem, der das praktiziert. So soll Gemeinde Jesus sein und so soll jeder einzelne Jesus-Nachfolger sein. Was für ein Licht, wenn das funktioniert, was für eine Leuchtkraft, was für eine Anziehungskraft. Und das Dritte nur ganz kurz noch. Da steht, der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Und das ist der Maßstab, die Haltung Gottes mir gegenüber. Und das ist der Maßstab,
die Haltung Gottes mir gegenüber. Immer. Er hat Ja zu mir gesagt und dabei bleibt er. Er kennt mich durch und durch, er kennt die ganzen Unmöglichkeiten immer wieder, die immer wieder auftreten und trotzdem voller Mitgefühl und Erbarmen. Und das soll der Maßstab von mir jedem anderen gegenüber werden, sage ich mal. Ne? Da muss ich echt dran arbeiten. Ich fasse nochmal zusammen. Geduld, Mut, Standhaftigkeit sind Zeichen meiner Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt, sagt Jakobus hier. Und darunter beständig und geduldig damit rechnen, dass Gott eingreift. Und Mut, deinen Glauben zu entwickeln und Dinge anzupacken, die Jesus dir aufs Herz und vor die Füße legt. Und Standhaftigkeit in dem, wie Gott sich mir gegenüber verhält. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese vielen klaren, ausrichtenden und mutmachenden Worte, die du uns hinterlassen hast, durch deine Propheten, durch den Messias Jesus und durch deine Apostel. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir daran wirklich Ausrichtung finden, dass wir Veränderungen erleben dürfen, wenn wir uns darauf einlassen. Du weißt, wie schwer uns das manchmal fällt, wie stark wir geprägt sind von unserem Menschsein, von dem, wie wir reagieren, wie wir es gewohnt sind oder wie andere Menschen uns gegenüber reagieren. Wie manchmal wir auch den Mut verlieren und denken, du siehst unsere Not nicht, du verstehst uns nicht. Und du sagst es aber so deutlich, Herr, dass du das genau siehst und genau wahrnimmst, ganz persönlich in meinem Leben. Und du möchtest, dass ich das glaube und dass ich das lebe. Und so hilf du uns, dass wir das wirklich lernen und immer wieder neu dahin zurückkehren, zu diesen Worten von dir, die ewig bleiben und die uns auch in die Ewigkeit führen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns deutlich sagst, wie wir warten sollen auf dein Wiederkommen und wie Bereitschaft aussieht. Und so schenk du uns, Herr, dass wir darin wachsen. Und dass wir uns wirklich freuen auf diese persönliche Begegnung mit dir, Herr. Es wird etwas unglaublich Großes und Wertvolles, wenn jeder Einzelne dir gegenüberstehen darf. Erlöst, befreit von Schuld und befreit von diesem Leben, ihr, zu einem Leben bei dir, in aller Herrlichkeit und Größe. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Amen. Thank you.